Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Herbert Herrmann. Ich bin der Echterdinger Häuser-Spezialist. Ich helfe Immobilieneigentümer schon vor einem Verkauf die korrekte Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, so dass wenn dann ein Verkauf stattfindet, sie hinterher gut dastehen und ihre Ziele erreicht haben und dass sie genau wissen, dass sie alles richtig gemacht haben. Willkommen bei HH Immobilien. Heute geht es im nächsten Tipp aus meiner Serie Tipps für den erfolgreichen Hausverkauf um Werbung. So, Sie haben inzwischen den richtigen Preis ermittelt, mit dem Sie an den Markt gehen. Verwenden Sie bitte nicht die runter können wir immer Strategie. Gehen Sie von einer kurzen Vermarktungszeit, maximal 2 bis 3 Monate aus. Alles, was darüber hinausgeht, macht ein totes Pferd aus Ihrem Haus. Wesentlich sind hier folgende Punkte. Grundlegend, sagen Sie es der ganzen Welt, dass Sie ein Haus zu verkaufen haben. Jeder darf es wissen. Vielleicht erzählt er seinem Nachbarn und er kommt und kauft es. Sprechen Sie mit den Leuten. Dann benutzen Sie 5, 8, 10 Online-Portale. Die sind teilweise kostenlos. Wobei die 3 bekanntesten, nämlich das Scout24, Immonet und Immowelt, am meisten Resonanz bringen. Also da kommt der meiste raus. Dann schalten Sie Anzeige im Wochenblatt, im Amtsblatt, in der Tageszeitung, in der Samstagsausgabe. Das ist abhängig vom Haus. Eine Villa in der Halbhöhelage beim dicken Turm oben mit unverbaubarer Aussicht, die bewirbt man anders wie das Reihe-Mittelhaus aus der 60er in der Gartenstadt in Esslingen oben. Das ist ganz klar. Man muss einfach gucken, je exklusiver das Haus, umso exklusiver ist dann auch nachher die Bewerbung. Da gibt es eine komplett andere Marketingstrategie, wie wenn man eben jetzt ein älteres Haus hat. Also abhängig vom Haus, stellen Sie ein großes Verkaufsschild auf oder bringen Sie ein Banner am Haus an, 2 Meter mal 1,50, die gibt es günstig. Hängen Sie das dran, gar kein Problem. Da muss man natürlich gucken, wenn das Haus nicht bewohnt ist. Wenn es bewohnt ist, dann ist es nicht gut für die Bewohner. Dann das nächste, verteilen Sie Flugblätter im Umkreis von 2 Kilometer ums Haus. Sie werden überrascht sein. Erstellen Sie ein Exposé mit allen wesentlichen und wichtigen Informationen. Das können Sie dann nachher den Interessenten aushändigen, damit die eine Entscheidungsgrundlage haben und eine Übersicht über das Haus, ohne dass sie zu viel rausgeben. Darf ruhig ansprechend und emotional gestaltet sein. Und dann, Sie haben bestimmt, wenn Sie eine Facebook-Seite haben, stellen Sie das Haus auf Ihrer Facebook-Seite. Das funktioniert absolut immer mit der Maßgabe. Kommt drauf an, was für eine Art Immobilie das ist. Kann man da mehr oder weniger machen. Wenn Sie Fragen haben dazu, schicken Sie mir eine E-Mail. Dann beantworte ich Ihnen Ihre Frage. Frage kostet nichts. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.